Bang, bang. Herzlich willkommen, starke Grüße hier aus dem schattigen Berlin heute. Bei mir zu Gast heute ein ganz besonderer Sportler. Und zwar, ich begrüße ganz herzlich den Jules Oelze. 2017 und 2018 Weltmeister im Zweier-Kanadier. Ich hoffe, also ich bin jetzt im Wassersport nicht ganz so firm. Das ist, glaube ich, Kanu-Rennsport, aber das kann er gleich selber sagen. Jules, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal selbst kurz vor. Ja, hi, ich bin der Jules Oelze. Ich bin 27 Jahre alt, komme jetzt gerade frisch neu aus Berlin. Seit 3 Wochen bin ich hergezogen. Und bis noch vor ganz kurzem war ich aktiver Leistungssportler im Bereich Kanu-Rennsport. Und ja, das ist eine Sportart, die sehr schmerzbetont ist. Da ist halt der am besten, der am meisten und längsten die Schmerzen aushalten kann. Und wie du schon eingangs gesagt hattest, wir haben schöne Erfolge schon gefeiert. Und ja, aber ich habe meine Karriere beendet und suche mir jetzt halt neue Wege. Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, jetzt 3 Wochen Karriere beendet. Jetzt frage ich mal ganz frech nach, seit wann hast du deine Karriere beendet? Also offiziell gemacht habe ich, glaube ich, ja, vor 4 Wochen, vor einem Monat. Es ist offiziell bekannt geworden, dass ich meine Karriere beendet habe. Da habe ich den Verein, die Rahmenvereinbarung gekappt, auch bei der Bundespolizei raus, habe auch mein Zuhause gewechselt. Also da wirklich alles komplett, kompletter Neustart. Krass, krass. 4 Wochen ist jetzt auch nicht lang. Ja, kannst du ja vielleicht später noch was erzählen, wenn du magst. Was für mich aber viel spannender ist, ist im Kontext dieses Podcastes. Ich starte immer ganz gerne mit einer Story, wo man so ein bisschen raushört, wie du hast gerade von der Härte deines Sportes gesprochen, welche Emotionen, welche motivationalen Themen und so bei dir eine Rolle gespielt haben. Gibt es irgendeine Geschichte, die so ein bisschen deutlich macht, was bei dir so abgelaufen ist? Ja, es gibt auf jeden Fall viele Geschichten. Ich denke mal, da hat jeder Leistungssportler so unglaublich viele Geschichten zu erzählen. Es gibt keinen, der ganz oben ist, ohne Geschichte. Was bei mir sehr prägnant war, war das Jahr von 2016 bis 2017. 2016 haben wir uns auch schon auf Olympia vorbereitet. Meinem damaligen Trainer, der damals eigentlich Familie war, wir haben auch so ein Projekt aufgezogen, weil sein Sohn auch Kanadierfahrer war, zu der Zeit aktiver Leistungssportler, dass ich mit dem ins Boot steige, mit dem ich das Team bilde. Und das hat dann irgendwann hat nicht funktioniert. Haben wir die Olympia-Quali nicht geschafft. Und daraufhin ist das so zerbrochen, diese Beziehung zwischen mir und meinem damaligen Trainer, weil ich halt denke, weil ich halt seinen Sohn nicht zur Olympia gebracht habe, er schiebt es auf andere Gründe, weil er meint, er konnte mich pädagogisch nicht mehr trainieren. Okay. Hat mich danach halt dann abgesägt und nach 2016 habe ich dann halt einen neuen Trainer bekommen. Also ich kannte den schon, habe ihm aber auch direkt gesagt, eingangs hier, passen Sie auf, ich habe mein Vertrauen schon mal zu 100% in die Hände eines anderen gelegt, das wird jetzt nicht nochmal passieren. Ich mache jetzt hier auch ein bisschen mein Ding. Ich sage so ein bisschen, ich stecke für mich so die Marschrouten ab, was ich wo machen will, wo ich mehr machen will, wo ich weniger machen will. Ich werde mein Krafttraining selber gestalten, das alles neu machen. Habe dann auch viel aus eigener Initiative, aus eigener Kraft quasi gemacht und trainiert und bin dann damit auch wirklich 2 Jahre richtig dolle erfolgreich geworden. Mhm. Was denkst du, was dein Geheimrezept war? Also was war in dem Moment anders als vorher? Ja, so ein bisschen außerhalb der Linien auch zu trainieren, ein bisschen außerhalb der Linien auch was zu probieren, zu experimentieren. Nicht nur komplett diesen straighten Weg, der in unserer Sportart immer auch sehr gerne von vor 40 Jahren ist, sondern auch mal neue Wege gehen, ein bisschen das Training zu intensivieren in einigen Bereichen. Auch mal neue Sachen auszuprobieren im Kraftraum, zum Beispiel CrossFit, mal einfach die Grenzen wieder zu überschreiten und mal einfach neu zu definieren. Einfach das Training wieder so aufzubauen, dass man wieder Spaß hat, Freude hat, dass man richtig Bock hat zu trainieren und halt auch Bock hat, so weit zu gehen, dass man über sich hinauswachsen kann. Ja, über sich hinauswachsen ist ja, du hast das im Eingang schon angedeutet, das ist ja in diesem Sport, vielleicht muss man das nochmal ganz kurz erläutern, weil du sagst, das ist ja auch ein Sport, der einfach wehtut. Ne? Jetzt alle, die jetzt sportmedizinisch nicht so hinten dran sind, die können einfach ein Experiment machen. Die gehen mal auf einen Fußballplatz oder auf einen Leichtathletikplatz und rennen mal die 400 Meter so schnell, wie sie können. Immer Sprintanschlag. Und dann fühlen sie mal in ihre Oberschenkel rein. Ja, und das tut furchtbar weh, wenn man es ernst meint. Und jetzt stellt euch vor, ihr sitzt in so einem Boot und macht das mit dem ganzen Körper. Also es ist, aber das kannst du viel besser erklären. Jetzt sagtest du gerade,
um darauf zurückzukommen, über die eigenen Grenzen oder Grenzen neu definieren, über sich selbst hinauswachsen. Warum kannst du das? Weil viele können das ja nicht. Also warum kriegst du das hin, kopftechnisch? Was machst du? Warum lässt du es wehtun? Das ist echt eine gute Frage. Es gibt natürlich da auch immer diese beiden Punkte, diese Typen, die im Training immer all out gehen können, die wirklich krasse Leistungen im Training absolvieren und im Wettkampf nicht mehr ansatzweise da rankommen. Und dann gibt es halt Leute, die halt im Training eher mittelmäßig sind, vielleicht auch so hinterherfahren. Das war zum Beispiel bei mir der Fall. Ich hatte auch einen meiner Trainingsgruppe, der hat mich verprügelt wie einen kleinen Jungen immer. Sobald es aber im Wettkampf ging, wusste ich, ich bin stärker. Das ist keine Ahnung. Ich habe halt auch die Fähigkeit, im Wettkampf nicht nur an die 100% zu gehen, sondern auch deutlich drüber zu gehen. Aber wirklich deutlich drüber zu gehen. Das merke ich auch dann immer. Die nächsten Tage bin ich noch komplett nicht zu gebrauchen, weil ich dann wirklich, weil sich der Körper alles wieder zurückholt. Bin auch komplett all out. Ja, warum kann man das? Das ist wahrscheinlich eine Fokussierung auf seine Stärken. Das ist das Vertrauen darin, dass man das kann. Ein Ausblenden der Schmerzen, weiß ich nicht. Weil man die Schmerzen fühlt man ja trotzdem. Aber ich glaube halt auch, dass das zu trainieren unglaublich schwierig ist. Da muss man auch Glück haben, dass man sowas können muss, dass man da der Typ so ist, dass man sagt, okay, es tut zwar jetzt hier weh, mein Körper sagt gerade, er will gerade nicht weiter, aber doch, der geht noch weiter. Das wäre auf jeden Fall mal richtig interessant, das mal richtig auszuklamüsern, warum das bei manchen so geht und warum das halt bei anderen nicht so geht. Ja. Ich habe mich halt immer so in diese Bereiche reingedrückt. Ich habe mich da auch immer wieder reingewagt und ich hatte nie Angst, da auch wirklich mal auf die Fresse zu fallen, wenn es richtig wehtut. So, wenn man quasi bei 800 Meter steht und gar nicht mehr kann, das hatte ich selten, eigentlich fast nie, weil irgendwie dieser Kampfgeist, diese Motivation, dieser Schweinehund, den man überwunden hat, das war dann so groß, dass man trotzdem ins Ziel gekommen ist. Da sind wir jetzt hier genau an dem Punkt, ne? Also genau so ein bisschen auch im Rahmen meiner Forschungsarbeit, einer Doktorarbeit, da geht es ja, das ist ja genau der Punkt. Jetzt sagst du ja, es gibt Leute, die haben es und Leute, die haben es nicht. Ja, jetzt ist ja die Frage, die es haben, was haben die da? Wenn wir jetzt mal in so eine Situation gehen, ja, 800 Meter, du hast es gerade gesagt, du bist jetzt in deinem Boot und das tut, sagt man Boot bei dir? Ja. Ja, Boot. Du sitzt jetzt in deinem Boot und du kommst in diesem Moment, dass es einfach richtig wehtut und das brennt. Passiert was in deinem Kopf und wenn ja, was passiert da? Also kannst du mal versuchen, dich an Gedanken zu erinnern oder an Bilder zu erinnern? Gibt ja Leute, die sagen, die visualisieren, denken an irgendwas oder was machst du? Ich nehme es mal auf das Jahr 2017 auf unser Rennen. Es ist keine Ahnung, es ist, wenn man die Leistung hat und man merkt, man ist drin, erstmal setzt man ja am Zweier, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Also mein Partner hat auch komplett genauso getickt wie ich. Es ist, man würde niemals nachgeben, wenn der andere nicht nachgibt. Das macht man einfach nicht. Man würde trotzdem immer weiter Gas geben. Und erstmal gibt dieses Vertrauen auch Selbstvertrauen. Und dann, wenn es anfängt, richtig weh zu tun, man merkt, dass das weh tut. Man merkt das sogar ganz dolle. Aber man denkt da nie wirklich drüber nach. Das ist, wenn ich sag mal, auf den letzten 52 Metern da lang paddel und ich merke, dass jetzt nochmal das Tempo richtig losgeht, dass man jetzt nochmal richtig in den Schmerz reingeht, da denke ich nicht, oh fuck, jetzt kommen hier Schmerzen, scheiße. Da denke ich, okay, ich komme jetzt an das nächste Boot ran. Da wird ein Adrenalin ausgeschüttet. Ich überhole das nächste Boot. Alter, noch mehr Adrenalin. Das ist wie so ein Schneeball, der da auslöst. Man ist halt, man denkt da nicht an die Schmerzen. Man fühlt sie, man nimmt sie wahr, aber man denkt da nicht dran. Man denkt an das Gewinnen halt. Ich glaube, das Gewinnen ist auch so eine Sache, wenn man in dem Bereich ist oder eine gute Leistung zu erbringen, dass das eine Sache ist, die einfach viel mehr wiegt, als den Schmerz wirklich wahrzunehmen. Das heißt, du hast im Prinzip vor deinem geistigen Auge das Gewinnen oder das zumindest das nächste Boot zu schlagen. Also einfach dieses Siegeswillen, das ist das, was dich sozusagen im Rennen vorwärts treibt und den Schmerz wegtäubt. Kann man das so sagen? Ja, also das kann man eigentlich schon so sagen, ja. Das ist in den Jahren, wo ich jetzt auch mit meinem Partner gefahren bin, da war es auch oft so, dass wir Rennen auch von vorne raus mal dominiert haben. Ja. Da ist ja auch immer so, man sagt ja auch, vorne wird gewonnen, hinten wird gekämpft. Und das ist ein Sprichwort, das hat mir auch damals mein alter Trainer gesagt, das ist einfach so. Wenn du vorne bist, dir wachsen Flügel, das fällt dir alles leichter. Wenn du hinten raus rankommen musst,
gibt es auch einige Athleten, die damit sehr gut klarkommen. Aber das ist schwerer, vor allem auch für den Kopf, weil man immer die Kürte haben muss, man kommt da wieder ran. Auch, wir können das, wir haben das auch 2017 bewiesen. Das nächste Jahr war es dann so, dass wir immer halt vorne weggefahren sind. Und das ist auch so. Auch wenn man dann nach vorne ist, je weiter man Richtung Ziel kommt und je länger man vorne bleibt, trotzdem ist es man ja so, ein Wachsen vorne Flügel. Und die anderen kommen nicht vorbei und du weißt, du hast noch die Körner, du hast die Ausdauer, du hast die Kraft, dagegen zu halten, egal was die jetzt machen. Und auch das beflügelt wieder und das geht auch wieder anderen Linien. Und wenn du dann merkst, du bist auf den letzten 250 Metern, ich wusste, mein Partner und ich, wir haben einen unglaublich starken Endspurt, dass da keiner mehr vorbeikommt, das beflügelt auf und dann nimmt man diese Schmerzen in Kauf, weil man halt weiß, es lohnt sich. Ja, das ist ganz witzig. Man merkt, dass du ältere Trainer hattest, wenn jemand in deiner Generation noch sagt, wir hatten die Körner. Das ist ja eine Begrifflichkeit von, weißt du, da war ich schon Kind, da waren schon die Körner. Das kommt immer so sachs-anhaltinische Region und sächsische, da haben wir die Körner im Leistungssport. Sehr geil. Sehr geil, Jules. Aber spannender Spruch, vorne wird gewonnen, hinten wird gekämpft. Also auch bei mir in der Sports Performance Academy ist dieses Thema, ich glaube, du sprichst so an diese Selbstwirksamkeit. Ne? Also wenn du merkst, dass du in was richtig gut bist, also dass du was richtig gut kannst und dass es richtig gut läuft. Ja, also du merkst selber, wie wirksam du bist. Mhm. Dass das scheinbar auch, wie du gerade sagst, dann kriegst du Ausstoß, dass das hormonell sehr viel scheinbar gemacht in diesem Moment. Ich glaube, das ist so eine Seite. Diese Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, ein riesen brutaler Schub, aber in allen sportlichen Situationen, wenn du merkst, du machst gerade eine Sache und du merkst, du bist der geilste Typ dabei. Also jetzt im Sinne von Leistung bringen. Ja? Ja. Ich glaube, das beflügelt, wenn du sagst, da wachsen dir Flügel. Das ist ja, wenn man es versucht, mal physiologisch zu übersetzen, hast du offensichtlich eine Hormonausschüttung, die dich, die leistungspushend wirkt, sag ich jetzt mal. Ja, ja? Ob es jetzt Adrenalin ist, ob es irgendwelche Glückshormone sind, klar, wird alles reingeballert im Körper. Genau, also wahrscheinlich ist es das so, ne? Also theoretisch, jetzt könnte man die Schlussfolgerung ziehen, okay, wenn man das versucht, bei Leuten, die es nicht so haben, irgendwie zu unterstützen, müsste ich ja im Prinzip versuchen, die in diese Selbstwirksamkeit zu bringen. Ne? Also das wäre jetzt vielleicht der Umkehrschluss als Hypothese. Das Zweite ist natürlich, und das höre ich auch wieder raus, und das ist auch immer Thema bei mir in der Akademie, dieses Ziel war scheinbar bei dir ganz klar. Jo. Also viele gehen in den Wettkampf und sagen, na so, wir gucken mal, oder mal, wir geben unser Bestes. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob ich sage, ich fahre jetzt hin, um zu gewinnen, oder hin zu sagen, ich fahre jetzt hin und gebe mein Bestes. Das war damals auch noch eine coole Story zu, das war nämlich 2017, unser erster Weltcup, den mein Partner und ich damals jemals zusammen gefahren sind. Ja. Da war es so, bei uns in Deutschland ist es so, dass der Qualifizierungsmodus so ist, dass du dich erstmal national qualifizieren musst und dann international bei den Weltcups durchsetzen musst. Da dürfen wir mal zwei Boote pro Nation starten und da war dann der Qualifikations der Qualifikationsmodus, damit man dann für die EM und WM sich qualifizieren kann. So, du musst unter die ersten drei kommen insgesamt und erstes deutsches Boot sein. Und da war es nämlich so, dass wir gegen das Olympiasiegerboot von 2016 angetreten, standen direkt nebeneinander, das war ein Rennen Kopf an Kopf. Und da war es auch so, dass die für den ersten Moment erstmal ein Stück vor uns waren. Und dann aber, als ich gemerkt habe, dass wir so ab der zweiten Hälfte ran und vorbeigefahren sind, ging das da schon los mit diesem Beflügeln. Und als ich dann gemerkt habe, dass wir im Endsport wegfahren von denen, wegkommen, hat es 50 Meter vor dem Ziel für mich gereicht. Wir hätten da wahrscheinlich noch gewinnen können. Wir haben Dritten gemacht. Wir hätten da wahrscheinlich sogar noch das Rennen komplett gewinnen können. Wir waren mit unserem Endsport richtig krank on the road. Aber das Ziel hat mir dort erstmal gereicht. Und dadurch haben wir da einen Dritten gemacht und dann war auch cool. Danach haben wir jedes Rennen gewonnen. Also wirklich jedes. Weil dann hatten wir das neue Ziel vor Augen, immer zu gewinnen. Und das fand ich echt auch so interessant. Die spielt ja auch komplett so in diese Theorie rein. Absolut. Also ich glaube, das ist auch diese Zielformulierung und diese Zielvisualisierung, also dass einfach klar ist, warum mache ich das, warum bin ich hier und worum geht's. Ich glaube, dass das elementar ist. Jetzt finde ich es spannend, jetzt hast du schon selber so von Motivation gesprochen. Was ich jetzt spannend finde, ist, du hast so gesagt, naja, jetzt zweier Kanadier, wenn der da vorne oder hinten, wenn der arbeitet, dann ist es selbstverständlich, dass ich selber mitarbeite. Wie wäre denn, wenn du alleine wärst? Wäre das anders? Nee, da verlässt man sich ja nur auf sich. Bitte? Da verlässt man sich ja echt nur auf sich. Ja. Als man halt wirklich
alleine gegen die, alle anderen. Und da bist du halt, da bist du dein eigenes Team. Da hast du keinen mehr, der mit dir da zusammenarbeitet, mit dem es zusammen funktionieren muss. Du machst einfach dein Ding. Und wenn du all out gehst und es klappt, dann klappt es halt alleine. Und wenn es halt nicht klappt, dann hast du halt in dem Moment nicht genügend Leistung. Im Zweier zum Beispiel kannst du ja auch noch viel über dieses Feeling, über Dynamik, über das Zusammenspiel noch lösen, was ja auch gut bei mir und meinem Partner war. Wir waren nicht immer die besten Einerfahrer aus Deutschland. Aber im Zweier waren wir einfach unschlagbar. Weil, ist das eine technische Frage oder war es eine mentale Frage? Beides. Das ist Zusammenspiel aus allem. Aus Mentalität, aus diesem Wettkampfmonster, das, was wir beide waren. Aus unserer Technik, die einfach zusammengespielt hat, die sehr gut funktioniert hat. Aus der Abstimmung zwischen uns beiden. Das ist wirklich auch, dass die Kraft zur gleichen Zeit von uns beiden ins Boot übertragen wird, nicht irgendwie verpufft, weil wir gegeneinander arbeiten. Das ist eine Riesensache, die so zusammenspielt. Es gibt ja dieses Sprichwort, wo Rohkräfte sinnlos walten. Es können die beiden besten Kanadierfahrer der Welt in einem Boot sitzen. Kann sein, dass er zwei absolut scheiße ist, weil die einfach nicht harmonieren und zusammenpassen. Jetzt hast du gesagt, mental spielt auch eine Rolle. Wie stelle ich mir das auf so einem Boot vor? Schreit ihr? Oder kommen da Geräusche? Oder also gibt es eine Art von Kommunikation? Oder ist das eine Sache, da wird einfach jeder ackert und das ist blind? Wie stelle ich mir das vor? Also es gibt Boote, da gibt es Kommandos. Zum Beispiel auch im Vierer ist das ganz krass verbreitet. Da muss es aber sein, weil es ja auch vier Leute sind. Aber es gibt auch im Zweier das oft, dass dann, wenn halt der Start vorbei ist und der Startübergang eintrifft und man so in den Streckenschlag geht, dass man dann nochmal ein Kommando setzt, okay, jetzt hier Streckenschlag und jetzt Rhythmus Vollgas weiter. Und dann nochmal so ein Kommando gibt, kurz vorm Endspurt, bevor es zum Endspurt losgeht oder auf dem Mittelstück, gibt es alles, so Wörter und Kommandos. Hatten wir tatsächlich nie. Wir hatten so unser System, unser Rennsystem, und ich war da vorne, ich war der Schlagmann, ich habe dann immer reagiert, was so passiert ist. Und er war halt ein sehr feinfühliger Paddler in der Hinsicht und war da auch sehr gut drin, hat auch sofort gemerkt, wenn ich irgendwie irgendwas ändern wollte oder irgendwas machen wollte, dass wir nicht reden brauchten. Und das hat, wie gesagt, von der Abstimmung so gut gepasst, dass wir dort keine Kommandos gebraucht haben. War immer geil, wenn wir halt gerade wirklich geführt haben und hinter uns alle losgebrüllt haben, hopp, let's go, komm, also die einzelnen Kommandos, die sie halt machen, und wieder einfach unser Ding durchziehen und die ja trotzdem nicht rankamen. Das war schon ganz cool. Ja, und habt ihr aber, also kam auch nicht die Situation, dass ihr euch jetzt motivierend angeschrien habt oder also, dass ihr euch gepusht habt durch irgendwas? Da gab es sowas? Also erstmal geht das nicht, dafür hast du nicht Luft. Du hast ja deinen Atemrhythmus. Ja. Sag mal, wir sind da über den Streckenschlag mit 60 bis 62 Schlägen pro Minute gefahren. Okay. Und im Endspurt gehst du halt nochmal auf 80 Schlägen die Minute hoch und du atmest bei jedem Schlag ein und aus. Da ist nicht mehr viel Zeit mit Reden und also es ist nicht möglich. Verstehen. Wenn da Kommandos kommen, die kommen halt wirklich beim Ausatmen, beim Schlag. Da kommt immer so ein kleines Wort irgendwo rausgekrochen, aber sonst wird da nicht miteinander geredet. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn du da vorne bist und du weißt, jetzt geht's in den Endspurt und du weißt, du bist eine Waffe im Endspurt, das ist ein geiles Gefühl. Und das haben wir oft fühlen dürfen, haben wir oft auch genossen. Jetzt hast du gesagt, das habt ihr oft fühlen dürfen, also habt ihr das nicht immer fühlen dürfen. Jetzt kommen wir natürlich genau an den Punkt, wo es spannend ist, wenn die Situation mal schwierig war. Also ich sag mal, jeder Sportler hat mal einen schlechten Tag, nicht nur im Wettkampf, auch im Training, also das ist auch irgendwann mal Kacke. Was war deine Strategie, dich zu motivieren, wenn es mal nicht so optimal war? Ja, einfach halt wieder sich dann vor Augen zu führen, was man halt auch schon erreicht hatte, was da auch war. Dann auch daran zu denken, wo einfach die Analyse zu suchen. Die Fehleranalyse, weil am Ende ist, wenn du nicht Erster bist, hast du irgendwas irgendwo liegen lassen. Dann hast du irgendwo Trainingseinheiten versäumt, hast du irgendwo nicht in der Qualität trainiert, die du hättest machen sollen. Daran musst du dann arbeiten und das muss man wieder aufarbeiten. Das ist eigentlich eine ganz rationale Sache. Die Motivation, das ist ja auch eine Sache. Was meine Meinung ist, du kannst Motivation nicht erzwingen. Das ist, ich meine, nicht möglich. Entweder du hast die Motivation dafür und bist dafür bereit, alles zu tun, oder du hast sie nicht. Das ist keine Sache, dass wenn man sich einen Cocktail reinschüttet und sagt, ja, das ist jetzt Motivation, jetzt habe ich Motivation, jetzt bin ich hier motiviert. Das klappt nicht. Entweder hat man die Veranlagung, man hat diese Motivationsgene oder man hat sie halt nicht. Ja, das heißt zum Umkehrschluss, wenn ich jetzt jemand habe und der ist dafür nicht motiviert, könnte ich sagen, Kollege, du bist im falschen Sport. 100%, weil ich bin halt auch der Meinung, für das, was wir machen oder machen müssen, um ganz nach vorne zu kommen,
Das schaffst du nicht, wenn du dich zu jeder Einheit zwingen musst. Wenn du zu jeder Einheit erstmal diesen Widerstand, diesen körperlichen Widerstand überwinden musst und erstmal dahin kommen musst. Das funktioniert nicht, weil der Körper hat am Tag oder der Geist hat am Tag nur eine begrenzte Kraft, mentale Kraft, die er nutzen kann. Und wenn er davon die Hälfte schon benutzen muss, um einfach aufzustehen und zum Training zu fahren, funktioniert das nicht. So war es nämlich bei mir am Ende. Ich habe so viel Kraft gebraucht, dann irgendwann zum Training zu fahren, weil es mir einfach unglaublich schwer gefallen ist, weil einfach die Motivation für diesen Sport flöten gegangen ist. Und wenn du diese Motivation nicht hast, wenn du nicht morgens aufstehst, wenn du um 6:30 oder so aufstehen musst und denkst, okay, let's go, heute wieder Training rocken, wenn du das nicht hast, kannst du es sein lassen. Also kannst du es ehrlich sein lassen. Na klar, kannst du alles mitnehmen und kannst weitermachen, aber du wirst, lege ich dir Feuer für uns, das wird dich keiner dazu zwingen können. Das schafft keiner. Ja, ja. Wenn du von den Trainingsumfängen sprichst, wie sah sowas aus bei dir nach Vorbereitung? Was für Umfänge, was darf man sich vorstellen? Ja, bis so 4 bis 6 Stunden, je nachdem. Ja. Und nochmal im Schnitt 3 Einheiten, an vollen Tagen halt 4 Einheiten, an normalen, also an Erholungstagen 2 Einheiten. Ich hätte morgens aufgestanden, erste Einheit war meistens immer so um 8. Das war mal eine Ausdauereinheit in den meisten Fällen, wo wir so 8, 10, 12, 15 Kilometer G1 einfach gepaddelt sind. Zweite Einheit war dann immer so um 11 ungefähr, entweder eine Krafteinheit oder eine Belastungseinheit. Denn Nachmittag war dann 15 Uhr ungefähr immer, dann entweder wieder eine Kraft- oder Belastungseinheit, jeweils das andere. Und letzte Einheit dann entweder nochmal paddeln oder auch eine Kompensationseinheit aus Lauf, Gymnastik, Kräftigung, sowas. Okay. Das ist halt auch ein schon sehr, sehr umfangreicher Sport. Absolut. Absolut. Wenn man das mal so hochrechnet, ist ja gigantisch. Es sind ja auch brutale Regenerationsphasen nötig. Also jetzt nicht nur physiologisch, sondern das muss man ja auch psychologisch erstmal kompensieren. Immer diese Belastung, immer die Leistung geben müssen. Ja. Und du hast ja vollkommen angesprochen. Ne? Also das ist auch oft ein Thema in meinen Seminaren, auch bei mir in der Akademie. Diese Volition, also diese Willensstärke, diese Umsetzungsstärke ist ja tatsächlich über den Tag begrenzt. Also da hast du was sehr Wahres gesagt. Das ist auch validiert. Ne? Also du hast einfach nur ein begrenztes Kontingent an Willensstärke. Willensstärke war das, hatte ich gesucht. Genau, ja, an Willensstärke. Und du hast absolut recht, ne? Also wenn die totale Qual ist, morgens schon eine bestimmte Sache zu machen und ich hau da schon so viel raus, damit es überhaupt losgeht, wird es natürlich hinten raus dünn. Ja, deswegen ist ja auch immer der Lifehack, wenn ihr irgendwelche willensstarken Entscheidungen am Abend oder so habt, dann fahrt den Rest des Tages vorher ein bisschen entspannter oder setzt die Termine von vornherein anders, weil abends ist die Luft dann auch raus, ne? Und dann gibt es noch den zweiten Lifehack. Willensstärke ist auch an Glykogen gebunden. Also umso weniger Glykogen im Körper ist, umso weniger, also dann fällt auch eure Volition ab. Aber das nur am Rande. Ich finde das wahnsinnig spannend, was du sagst. Aber wenn wir jetzt schon mal bei dieser Willensstärke sind, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben jetzt jemand, der will. Ja? Gibt es für dich irgendwelche Tipps und Tricks, wo du sagst, okay, damit kann man diese Willensstärke vielleicht doch noch mal pushen oder toppen? Gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, das ist nochmal so, da kann man nochmal eine Schippe rauflegen oder das hat mir nochmal so ein extra Ding gegeben. Ich sag mal, das ist halt, ich weiß nicht, inwieweit ihr jetzt schon in dem Podcast darüber geredet habt, das ist auch eine Sache. Diese Weltspitzenathleten oder diese großen Athleten, davon gibt es ja nur so eine Haaresbreite auf der Welt. Und das hat ja auch einen Grund. Das ist ja auch so, dass diese Kombination aus allem, die Motivation, die Willensstärke, das Talent, körperliche Voraussetzungen, vielleicht äußere Umstände, dass die alle zusammenpassen müssen, damit man diese großen sportlichen Ziele erreichen kann. Je nachdem, was natürlich jeder Einzelne für Ziele hat. Und was war jetzt nochmal die Frage? Jetzt bin ich auch wieder abgeschweift. Wie kriegst du im Prinzip nochmal den letzten Push zur Willensstärke hin? Also gibt es irgendwelche Tipps, irgendwelche Tricks, wo du sagst, okay, wenn du schon motiviert bist und weißt, wo die hingehen soll, dann habe ich das und das gemacht, um wirklich alles geben zu können, um alles leisten zu können? Das ist halt auch eine Sache. Das kann ich jetzt so nicht beantworten, weil ich wirklich so der Meinung bin, dass du diese Motivation muss von dir kommen. Die muss aus dem Inneren kommen. Du musst gewillt sein. Du musst dafür wirklich brennen für das, was du machst, für das Ziel, was du hast. Das ist, wenn das irgendwer dir auferlegt, das wird niemals möglich sein. Das sind Veränderungen, die kannst du in deinem Körper, in deiner Mentalität, kannst du nicht einfach verändert werden lassen von dem anderen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, du musst halt bereit sein, das zu wollen
Und wenn du dazu aus deinem Inneren bereit bist, es zu wollen, wirst du auch alle Möglichkeiten und alle Kräfte haben, das also umzusetzen. Ja, okay. Wenn du das so sagst, du musst brennen für das, was du tust, dann kann man ja daraus schließen, und es kam so ein bisschen in dem Absatz davor raus, dass du jetzt aufgehört hast, weil du das jetzt nicht mehr teilst, ne? Also weil du offensichtlich nicht mehr so dafür brennst. Kann man das so sagen? 100%. Ja. Ja, also du ziehst im Prinzip, du hast ja sehr gar klar, du hast, ich schreibe ja immer wild mit, du hast ja ganz klar gesagt, entweder du hast es oder du hast es nicht. Ne? Also du musst brennen für das, ja, was du tust, du musst bereit sein, den Willen zu haben, damit du das durchziehen kannst. Das heißt, du würdest ja komplett deiner Theorie treu bleiben, indem du sagst, okay, ich brenne nicht mehr an dem Maße, wie es nötig ist. Also ich bin nicht mehr bereit, das zu wollen und zu geben, was nötig ist. Kann man das so sagen? Ja, 100%. Ich denke mal, ich habe es ja auch gezeigt mit meiner Art und Weise, wie ich jetzt mit dem Leistungssport umgegangen bin. Ja. Ich habe halt gemerkt, dass das so nicht mehr funktioniert, dass genau das halt gefehlt hat, dieses Brennen, dass diese Leidenschaft, die ich immer sonst hatte, dieses Feuer einfach nicht mehr da war. Ja. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich aber auch einfach mein ganzes Leben lang in diesem Bereich schon war und auch immer ich bin halt ein Sportfreak, ein Sportfanatiker, ich liebe Sport. Und mir einzugestehen, dass in dem Sport, in dem ich wirklich zu einem der Besten der Welt gehört habe, nicht mehr machen kann, weil halt einfach diese Motivation halt fehlt dazu. Das hat lange gedauert, das war eine Entscheidung, die mir auch sehr schwer fiel. Am Ende habe ich mich dafür entschieden zu sagen, okay, es bringt mir hier nichts, ich komme hier nicht mehr weiter, weil ich weiß ganz genau, was ich machen muss, um dort wieder oben hinzukommen. Und ich weiß auch, dass das sehr, sehr, sehr schwer ist. Das war selbst in den Zeiten schwer, wo ich komplett fit war und wirklich auch mental voll auf dieser Wellenlänge war. Und ist das denn diese Motivation nicht mehr zu haben und zu wissen, was man eigentlich machen müsste? Das ist eine Sache, habe ich halt selber für mich einfach reflektiert und entschieden, ist nicht mehr möglich, woanders hingehen. Und da war dann die Frage, ich bin aber noch lange nicht bereit, mit Sport aufzuhören. Ich war nur bereit, Kanu-Rennsport aufzuhören, sodass ich mir jetzt einfach was Neues suche und dort merke ich es wieder. Da ist das Feuer wieder da. Dafür brenne ich wieder. Da brauche ich mich nicht zwingen aufzustehen frühs, um zum Training zu gehen. Das wird dann einfach, da stehe ich auf und let's go, weil da habe ich halt Bock drauf. Verstehe, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich möchte nochmal, du hast gesagt, das Feuer ist nicht mehr da. Gab es, also aus welchen Gründen, also ist dir klar, ist das einfach jetzt eine Entwicklung gewesen, weil du einfach älter geworden bist und dich verändert hast, oder gab es da irgendwelche Auslöser, wo du sagst, ja, die und die Entwicklung hat dazu geführt, dass dieses Feuer nicht mehr so brennt? Ja, es sind einige Sachen passiert, auch im DKV. Vereinzelt möchte ich jetzt nicht drauf losgehen, nicht drauf eingehen, weil es einfach so war. Mein Partner und ich, wir mussten immer die Fäuste umhalten, immer die Deckung umhalten, es hätte immer wieder was passieren können. Wir waren halt auch mal so ein bisschen Dorn im Auge des Verbandes, weil wir beide so ein bisschen fernab der Norm trainiert haben, weil wir so ein bisschen unser eigenes Ding gemacht haben, weil wir auch einfach körperlich ganz andere Sachen waren und auch einen anderen, ja, Verstand an der Sache mitgebracht haben und auch so unser Ding machen wollten. Als wir dann 2019 nur Vierter geworden sind bei einer WM, nachdem wir zweimal gewonnen hatten, was halt absolut Worst-Case-Szenario war, was uns einfallen hätte können, da nur einen Vierten zu machen bei einer Weltmeisterschaft, da ging es halt los. Da wurde dann halt gedrückt und gemacht und getan, wurde gezwungen, Trainingssysteme hier, ihr müsst. Und das nagt halt an einem. Dann kam halt auch noch Corona dazu. Dann sind dort auch einige Entscheidungen getroffen worden, auch im Verband, natürlich nicht zu unseren Gunsten, sondern zu anderen Gunsten, was auch dann Motivationsrisse verursacht. Mhm. Und die Summation aus all diesen Faktoren, die dann da auf uns eingeprasselt sind, haben mich dazu entscheiden lassen, das alles zu beenden, weil ich nicht bereit bin, denn dort in so einem System noch in Energie reinzustecken, was mir dahingehend nichts zurückgibt. Mhm. Verstehe. Okay. Jetzt hast du gesagt, du warst bis vor dieser Entwicklung, also in deiner erfolgreichen, also du warst ja bis zum Schluss erfolgreich, aber in der richtig erfolgreichen Zeit 17, 18, immer auf dieser Wellenlänge, das Feuer hat gebrannt. Musstest du jemals was dafür tun, dass das Feuer so brennt, dass du auf dieser Wellenlänge bist? Also es gibt ja mittlerweile sportpsychologische Betreuung in den höchsten Bundesliga-Vereinen, mit den meisten Profis überhaupt. Hast du irgendwas vielleicht direkt oder auch indirekt getan, um dich auf dieser Wellenlänge zu halten? Das können ja auch so Mini-Rituale sein. Oder gab es irgendwelche Gespräche oder gab es sowas? Oder war das bei dir einfach da? Das war tatsächlich bei mir, glaube ich, einfach da. Ich hatte auch da eine
Leichtigkeit, die angenehm war. Ich war halt nie irgendwie verkrampft in diesen Bereichen. Ich habe es halt einfach gemacht. Weil es war halt mein Ding, es war mein Job, es war mein Leben. Und ich habe es halt einfach gemacht und die Motivation war da. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich unglaublich dankbar, dass das so bei mir funktioniert hat. Weil ich weiß halt, dass das viele nicht so haben. Schön. Ja, das ist ganz wichtig. Also jetzt kommen wir ja an einen Punkt. Ist ja auch meine Überzeugung, unabhängig von Sport, das gilt auch für Business, das gilt für Beziehungen. Wenn du nicht im Rahmen deiner Leidenschaft agierst, wirst du nie die höchste Performance abliefern können, die du abliefern könntest. Ne? Das ist absolut, High Performance ist nur möglich, wenn du einfach dein Ding machst. Ja, ansonsten, also ich kenne das sehr gut, ich stand 10 Jahre auf Bodybuilding-Bühnen und habe mich dann dagegen entschieden nach 10 Jahren, obwohl ich eigentlich noch sehr erfolgreich war. Weil ich gemerkt habe, dass auch Verbandsentwicklungen haben mir auch da den ausgebenden Punkt Schlag gegeben. Also ich verstehe das sehr gut. Und dann habe ich halt eine neue Passion gesucht und habe auch eine Weile gebraucht, die zu finden. Und dann ging es auch wieder los, außergewöhnliche Sachen zu schaffen. Ja, von daher bin ich da ganz nah bei dir. Jetzt hast du ja gesagt, das neue Feuer ist wieder da. Jetzt hast du schon gesagt, neue Sportart und jetzt brennt es wieder und du hast Bock aufzustehen. Hol uns nochmal ab. Wo bist du denn gelandet jetzt? Ich bin tatsächlich beim CrossFit gelandet. Liegt aber auch daran, dass ich CrossFit auch schon Teil in meinem Training integriert habe im Kanadensport. Und halt, ich habe es auch in dem Jahr 2017 und 2018 sehr stark in mein Training integriert. Und 17 und 18 waren nun mal meine besten Jahre, wo ich halt auch denke, okay, dass das Sachen waren, die mir dort in dem Bereich sehr geholfen haben. Ich habe in der Zeit schon angefangen, diesen Sport halt lieben zu lernen. Und wie ich schon sagte, ich bin noch lange nicht fertig mit dem Sport, vor allem mit Wettkämpfen. Ich brauche das, ich brauche diese Challenges. Also gehe ich in eine Sportart, wo ich A, schon alle Techniken habe und das kann, und B, die vom reinen Training her meiner Sportart sehr, sehr gleich ist. Weil CrossFit ist auch der am besten, der am meisten Schmerzen aushalten kann. Das ist Absolut. eins zu eins eigentlich das Gleiche, nur die Spezifikation ist ein bisschen was anderes. Und das kann man aber lernen. Und ich bin auch da gesegnet mit einer sehr schnellen Lernkurve in solchen Bereichen. Also werde ich dort versuchen, halt alles zu geben. Und die Grundlage aus meiner leistungssportlichen Karriere, die habe ich alle Male. Absolut. Ja, ich habe ja so ein bisschen vorher natürlich mich ein bisschen schlau gemacht, was deine Person betrifft und habe ja auch vor Instagram so ein paar Sachen gesehen. Übrigens kann man empfehlen, Instagram, Jules Oelze, starke Bilder, schöne Inputs, mal reinschauen. Da sieht man auch, ich sag mal, optisch fittest man on earth. Wenn man die Reportagen kennt, kannst du schon mithalten. Was hast du für Ziele? Also machst du jetzt ein bisschen CrossFit oder greifst du richtig an? Ich greife richtig an. Also ich bin nicht da, um einfach nur ein bisschen Larifari zu machen. Ich werde mich so Wettkampf über Wettkampf reinsteigern und gucken, was möglich ist. So wie ich es halt im Kanadensport auch gemacht habe. Ich will Erfahrungen sammeln und ich will dann gucken, wofür es reicht. Und wenn ich halt dann dort auch wieder merke, die Gewinner, denen wachsen Flügeln, dass es irgendwo läuft. Ich brauche nur einen kleinen Erfolg haben. Einfach nur beim Wettkampf dabei zu sein, in irgendeinem Workout zu besiegen. Das sind schon die kleinen Erfolge, die mir in dem Moment reichen, die mich dann pushen. Und wenn das dann losgeht, denke ich mal, kann das echt eine coole Nummer werden. Absolut. Ah, also wenn ich dich so reden höre, du warst ein Brenner und bist ein Brenner. Und ich möchte mir hier das Versprechen abholen, wenn du im CrossFit richtig was gerissen hast, machen wir nochmal ein Interview bitte und Sehr besprechen gerne. mal, wie wir hier am 20.08.21 drüber gesprochen haben, dass du richtig angreifst. Ja. Ich würde jetzt auch in Anbetracht der Zeit schon zu den Abschlussfragen kommen, weil das jetzt ganz gut passt. Und zwar, ich ziehe die Frage jetzt mal vor, was möchtest du als Sportler noch erreichen? Ja, ich möchte mich halt selber verwirklichen. Ich möchte natürlich klar meiner Linie auch treu bleiben. Ich will den kompletten Spaß wiederfinden und ihn auch nicht mehr verlieren wollen, weil dafür liebe ich Sport zu sehr. Cool. Jetzt nagel ich dich mal fest. Was willst du im CrossFit erreichen? Traust du dich zu sagen oder jetzt kackst du jetzt ein? Oder was ist denn jetzt los? Nee, ich kacke mich nicht ein. Also ich sag mal so, ich war Weltmeister im Kanu-Rennsport und kleinere Ziele habe ich im CrossFit auch nicht. Na, siehste, hau doch mal die Eier auf den Tisch. Das wollen wir doch hören. Grandios. Ja, so muss es sein, absolut. Hast du jemanden, der dich im Sport am meisten inspiriert hast? Also hat eigentlich jeder, aber wer hat dich im Sport am meisten inspiriert? In welchem Sport meinst du jetzt genau? Im Kanu-Rennsport oder im... Grundsätzlich im Sport. Also da wer welche, also wenn du jetzt daran denkst, wer fällt jetzt erster ein, der dich in sportlichen Themen inspiriert hat? Da muss ich tatsächlich sagen, sind das
die Crossfitter, wenn ich mir einen Matt Fraser angucke, was der abgerubbt hat über die Jahre, das ist übermenschlich. Und das ist, da können sich sehr viele Sportler noch sehr viel von abschneiden, was diese Leute dort abruppen. Ja. Auch so mal dieses so ein bisschen Belächelnde, auch aus der Bodybuilding-Szene, was CrossFit angeht und sowas, ist ja auch mal so ein bisschen Thema, weil natürlich die Movements beim CrossFit deutlich anders sind als in anderen Sportarten. Ich finde trotzdem, also CrossFit ist eine Sportart, um da wirklich richtig gut zu sein, musst du einfach all around fit sein. Du musst laufen können, du musst Ausdauer haben, du musst Kraft haben, du musst Technik haben, du musst Koordination haben. Diese Verbundenheit aus diesen ganzen Komponenten, das findest du in nicht vielen Sportarten. Das stimmt. Ich bin ja auch ein Fan von multifunktional. Ich persönlich jetzt als Sportwissenschaftler habe ein bisschen Problem, wenn ich in den CrossFit-Wettkämpfen die letzten Wiederholungen sehe, weil ich habe jetzt auch sportmedizinische Anteile gehabt im Studium und da tut es mir schon ein bisschen weh. Auf der anderen Seite ist Leistungssport Leistungssport. Und ich finde es bloß wichtig, dass man da den Fokus ein bisschen drauf hat. Okay. Das sowieso. Gibt es irgendwelche Quellen, die dir einfallen, Bücher, Social Media, Filme zum Thema Sport, das, was du besprochen hast, Motivation, Willen, Fokus, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist eine Sache, die halt mir gerne angeschaut? Ich bin wieder beim Trainer. Alle CrossFit-Filme, die kann man sich jederzeit gerne reinziehen, weil das sind reine Motivationsschübe. Allgemein die ganzen Biografie-Dokus über die ganzen großen Sportler sind immer wieder sehenswert, einfach weil man dann dort mal erfährt, wie die zu denken, was so passiert. Aber auch einfach diesen den großen Sportlern gerade aus Deutschland einfach auf Social Media folgen. Ob man jetzt einem Johannes Vetter folgt oder einem Laura Ludwig folgt, das ist, jeder dieser Sportler hat seine Geschichte. Und nur weil dieser Sportler immer wieder ganz oben steht und es leicht aussehen lässt, ist es das nicht. Bei keinem. Jeder hat seine Geschichte und jeder trägt sein Päckchen und jeder kämpft seinen Kampf. Und die es am besten machen, stehen halt ganz oben. Ja, stark. Okay. Gibt es für dich irgendeinen Tipp, den du geben kannst, wenn jetzt Leute, die jetzt nicht so dieses Motivationspaket von Hause aus haben, was du sagst, okay, ja, wir haben deine Meinung dazu gehört, aber gibt es irgendwas, einen Tipp, wo du sagst, okay, probier mal das, vielleicht kommst du damit besser in die Umsetzung? Die Schritte einfach verkleinern. Es sind Erfolge, die dir helfen, Motivation aufzubauen. Wenn dir aber eine gewisse Motivation fehlt, um einen großen Erfolg zu erzielen, mach doch drei kleine draus. Weil jeder kleine Mini-Erfolg, den du feierst, gibt dir einen zusätzlichen Motivationspush und hilft vielleicht ein neues kleines Ziel zu erreichen. Also einfach die Schritte verkleinern. Ist doch egal, Hauptsache du machst Schritte, wenn du welche machen willst. Wenn du natürlich keine machen willst, dann ist das so. Aber wenn du Schritte machen willst und damit Probleme hast mit der Motivation, verkleinere einfach die Schritte. Ich erkläre es mal so, willst du einen Berg erklimmen und hast Probleme damit, 3-Meter-Schritte zu machen, weil es einfach muskulär nicht möglich ist, weil dein Körper dazu nicht in der Lage ist, ja, dann mach halt 1-Meter-Schritte. Die schaffst du auf jeden Fall. Stark. Ja. Zielhierarchien ist auch so ein Thema, so ein schönes Thema von mir. Ja, absolut. Ja, ist ein ganz elementarer Tipp. Ja. Und viele machen den Fehler immer wieder, auch sehr erfahrene Leute. Setzen sich viel zu große Ziele und stolpern dann. Und absolut, ich gebe dir komplett recht. Und verzweifeln daran, wenn sie es halt nicht schaffen. Genau. Sehr gut. Jules, wir sind doch schon fast am Ende. Wo kann man mehr über dich erfahren? Wie kann man dich vielleicht auch mal kontaktieren? Wir werden auch alles in die Shownotes setzen. Wo sieht man am meisten von dir? Ja, na klar, auf meiner Instagram-Seite. Da bin ich sehr aktiv. Da wird es auch alle News zu allen Möglichkeiten geben, was so passiert, was so abgeht. Da kann man mich auch schreiben. Ich antworte auch gerne. Und ja, da findet man mich auf jeden Fall. Sehr cool. Okay. Du hast gleich das letzte Wort an diesem Podcast. Zuvor, ich wollte mich noch bei dir bedanken für dieses coole Interview. Schön, dass du da warst. War ein sehr cooles, starkes Gespräch. Auch vielen Dank für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. Und ja, wir würden uns freuen, wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, uns weiterempfiehlst, uns einen Daumen gibst, uns ein Abo schenkst. Schau auch mal gerne auf die Seite von der Sports Performance Academy. Eine super starke Online-Akademie und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du dabei warst und wie immer hat das letzte Wort mein wunderbarer Gast, Jules Elze. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr dazu gehört habt. Eine Sache, die ich euch noch auf den Weg geben will, das ist so mein Lebensmotto, nach dem lebe ich. Siegen beginnt im Kopf.